Herzlich willkommen zur Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine weitere Ausgabe von unserem Wahltag. Ja, wir können nur noch die Stunden und Tage zählen, bis der grosse Wahlsonntag vor der Tür steht. Bei mir sind heute zwei, die gerne auf Bern wollen. Wieder auf Bern, einer von ihnen, wo unterschiedlicher nicht könnten sein. Einerseits der Cedric Wermuth, SP-Nationalrat, frischer Zofiger. Dürfen wir eigentlich schon Zofiger sagen? Fühlen Sie sich schon als Zofiger, Herr Wermuth? Ja, das darf man schon. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe jetzt im Wahlkampf vor allem den Bahnhof gesehen von Zofigen, aber ich bin mich langsam mal einleben, gefällt mir gut. Wunderbar. Andererseits ist der Andreas Glarner da, ein SVP-Urgestein im Kanton Aargau. Ich werde jetzt einmal sagen, Haudegen. Ist das eine Beleidigung, Andreas Glarner? Nein, das umschreibt ziemlich genau, was ich bin. Sie sind es gern? Ja, natürlich, klar. Und warum? Ja, weil jemand muss auf das Blech hauen, wenn es falsch läuft. Okay. Und ihr sind ja zwei, ich glaube, ich darf das so sagen, die gerne ein bisschen aufs Blech hauen. Und beide vertreten der Partei, der Cedric Wermuth, die SP, der Andreas Glarner, die SVP, wo man davon ausgeht, dass sie am 18. Oktober werden können dazu gewinnen. Gehen wir immer mehr so ein bisschen in die Extreme auseinander, was die politische Landschaft anbelangt, Cedric Wermuth? Ja, was heisst schon extrem? Im Kanton Aargau haben GLP, PDP und DVP mit den Ecopop-Listen eine Listenverbindung eingegangen. Das dünkt mich ziemlich extrem. Ich glaube, die SP vertritt eine vernünftige Politik. Eine Politik, die die AHV-Rente in dem Land stärken, die Löhne sichern und die Öffnung gegen Europa sichern und eine humanitäre Asylpolitik vertritt. An dem sehe ich relativ wenig Radikals, mir sogar manchmal zu wenig. Ich glaube, wir sind sehr auf einem vernünftigen Kurs. Wobei, es nimmt ja jeder für sich in Anspruch, dass er eine vernünftige Politik macht. Es ist jetzt einfach so, dass Sie links sind, der Herr Glarner rechts. Also weder in der Mitte, ich nehme ja nicht an, dass Sie sich schon überlegt haben, zu der CVP oder zu der FDP zu wechseln. Nein, definitiv nicht. Der Unterschied ist, wir haben recht, wenn wir sagen, wir sind vernünftig. Ich glaube, das ist der Punkt. Nein, ich glaube, es zeigt sich in diesem Wahlkampf klar, dass die Position in diesem Land auseinandergeht. Das ist klar. Darum wird es am 18. Oktober auch eine Richtungswahl geben. Darum ist es so wichtig, dass die Menschen auch an die Urne gehen. Wir haben zwischen zwei Schweizer können wir wählen. Zwischen der Energiewende, starken AHV und der humanitären Tradition und dem, der Andi Glarner vertritt. Das ist genau das Gegenteil. Genau, und da wenn wir auch darüber reden, Andi Glarner, das pure Gegenteil. Auch die SVP, eine Kraft, die sagt, wir bleiben auf unserem Standpunkt, wir wollen nicht da irgendeinen Kompromiss eingehen. Ja, kann es denn noch eine gute Lösung geben, wenn man nicht bereit ist, ab und zu einen Kompromiss einzugehen? Doch, ich glaube, es braucht ja einen Kompromiss. Aber man muss mit dem Standpunkt in die Sitzung und nicht mit dem Kompromiss. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Die SP vertritt ihre Position und wir unsere. Und bei der Mitte sage ich immer, wenn man auf eine Uhr schaut, in der Mitte, da bewegt sich ja gar nichts. Oder? Und das ist die Mitte. Das sind so Wischiwaschi-Positionen, wo man einmal links, einmal rechts ist und dann sich noch damit brüstet und sagt, wir helfen mal da, wir helfen mal dort. Aber der Bürger weiss nicht, wo die Leute stehen. Und, aber wenn ihr zwei jetzt mit euren Positionen in einen Raum eingeht, dann müsst ihr auch Kompromiss zustande kommen, damit man zu einer Lösung kommt. Nein, das kann natürlich nicht sein. Also meine, wir versuchen die beide ja unsere Positionen zuerst mal zu vertreten und vielleicht gibt es Annäherungen. Oder sind jetzt vorher das Schlagwort gefallen, Öffnung zu Europa und so, das wollen wir natürlich nicht. Und ich habe mal gehört, sie haben einen Deutschen gesagt, ich würde mein Leben dafür geben, dass wir in die EU gehen. Er war ein bisschen überrascht gewesen und dann aber beeindruckt. Ist klar, wenn man am Internationalismus anhängt und so, dann will man das, wir wollen das nicht. Wenn man jetzt Cedric Wermuth sagt, dass die AHV-Rente bei ihnen gesichert ist, nimmt mich noch Wunder, wie. Wir sagen dem Volk offen, dass es vermutlich ein bisschen länger muss schaffen, wenn man den Standard halten wollen. Es ist einfach so, die umgekehrte Alterspyramide. Man kann aber als Volk wie im Deutschen eine Zeit lang anlügen, aber irgendwann merkt es ja dann gleich. Cedric Wermuth sitzt da und schüttelt schon mit dem Kopf. Ja gut, wenn man den Mechanismus von der AHV nicht verstanden hätte, kann man das behaupten, Andreas Glarner. Aber faktisch ist das Verhältnis von der Demografie allein überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob wir uns das können leisten, ob die Löhne steigen mit der Produktivität. Und seit die AHV eingeführt worden ist, nimmt der Anteil von Erwerbstätigen gegenüber den Rentnerinnen und Rentner immer ab. Wir haben trotzdem können die AHV-Leistungen immer ausbauen. Wenn die AHV bankrott wäre, dann wäre sie das schon lange. Es wird einen sogenannten Baby-Boomer-Bauch geben, das ist richtig. Leute, die entsprechend ein bisschen mehr als in den vorherigen Jahren in die Rente gehen. Wegen dem ist die AHV überhaupt nicht gefährdet. Im Gegenteil, wir sind jetzt in einer Revision drin, wo die Möglichkeiten sogar eröffnet, die Versicherung noch zu stärken. Es geht ihr viel besser als der zweiten Säule. Also ihr braucht fremdes Geld, um sie zu retten. Ihr braucht Mehrwertsteuererhöhung und Ähnliches, wenn ihr sie retten wollt. Ihr könnt mit der normalen Einzahlung ihr könnt ihr nicht mehr schlagen. Also muss die AHV überhaupt nicht retten. Die AHV ist in den letzten 10 Jahren, mit Ausnahme von einem Jahr, im letzten, eine gewinnbringende Versicherung. Aber Babyboomer kommen.
Und wir werden in den nächsten Jahren selbstverständlich, genau für das hat man aber vorgesehen. Es gibt einerseits einen Fonds, der genau die Schwankungen kann ausgleichen kann. Andererseits ist das richtig. Man wird müssen Verschiebungen vornehmen, aber die Verschiebungen müssen von der zweiten in die erste Säule passieren. Das Problem ist, dass man bei der zweiten... dass die zwei Säulen sicher sind und dass da nichts passieren kann, geschweige die dritte. Ich habe immer gesagt, die Sozialisten werden selbstverständlich die dritte angreifen und die zwei selbstverständlich. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Da sind wir uns sogar einig, sind wir kaufen. Gibt es durchaus. Was immerhin der Andi Glarner offensichtlich das Parteiprogramm von der SP gelesen. Ich habe es tatsächlich gelesen, bin immer noch überrascht, dass man EU-Beide drin hat, dass man den real existierenden Sozialismus wieder will. Aber ja, staunen. Ist spannend. Gut. Also ich sehe schon, der Warm-up hat gut funktioniert. Eigentlich wollte ich gar nicht über AHV reden, aber es ist gerade so schön gewesen, zu zuhören. Wir reden über das Problem, das uns aktuell beschäftigt. Ganz klar, die ganze Flüchtlingsproblematik. Sie reisst nicht ab, sie wird immer stärker. Und was man aber auch beobachtet ist, die Leute reden, je länger sie weniger wieder davon. Man hat sich irgendwo vielleicht schon ein bisschen an das Thema gewöhnt. Es hat wieder andere Themen. Wenn ich heute so ein bisschen Presse anschaue, redet man lieber über den Sepp Blatter als Tausende von Menschen, die auf der Flucht sind. Andi Glarner, Sie sind, ich darf glaube sagen, europaweit in die Presse gekommen. Das deutsche Fernsehen ist zu Ihnen gekommen, filmen. Da haben Sie da natürlich stolz im Kittel, ein bisschen Oberwil-Jeli gezeigt und die schönen Bäume und die Aussicht. Und oftmals haben Sie dann aber auch gesagt, Oberwil-Jeli will kein Flüchtling. Und Sie haben auch gesagt, was Sie Ihrer Familie würden sagen, wenn Sie an der Grenze stehen würden. Nämlich, kehrt um, es gibt da für euch keine Hilfe. Wie sind die Reaktionen ausgefallen, ganz ehrlich? Also zuerst mal zur Präzisierung, der Reporter, ein ultralinker ZDF-Reporter, den ich nach 3 Minuten schon entlarvt habe und mir gesagt, ob er so kommt, hat gefragt, am Grenzzaun zu Europa. Das ist mal ganz wichtig, wo die Leute stehen. Und am Grenzzaun zu Europa, das vertrete ich nach wie vor, müssen wir allen sagen, kehrt um. Wir müssen unbedingt Hilfe vor Ort leisten. Wir müssen in einem Nachbarland Camps bauen, damit die Leute dann wirklich auch schnell und unbürokratisch und ohne so eine unglaubliche Reise müssen auf sich zu nehmen, können in Sicherheit leben. Mit dem würden wir auch sicherstellen, dass sie schnell wieder zurückkämen und wir würden das Schleppersgeschäft vermeisen. Man darf nicht vergessen, dass Schleppergeschäft neben der Prostitution und dem Drogenhandel inzwischen das drittgrößte Business auf der Welt ist. Aber es gleich noch einmal ganz kurz, bevor wir weiterreden, wie sind die Reaktionen ausgefallen, die Sie bekommen haben? Ja, pardon, ich habe die Frage nicht ganz beantwortet. Die Reaktionen sind in der Schweiz 2/3 positiv gewesen, grob geschätzt. Vom Ausland her, aus also Deutschland, ist, da kann ich jederzeit meinen Mailverkehr auflegen, das ist weit über 80% positiv gewesen. Alle haben gesagt, hätten wir nur einen Bürgermeister, der auch so würde herstehen, dürften wir nur darüber abstimmen. Cedric Wirmuth von Ihnen hat man auch auf Social Media lesen. Sie waren empört gewesen, ob dem Beitrag, der im ARD gekommen ist. Warum die Empörung? Ich würde mich wundern, wenn ich einen Beitrag kommentiert oder Andi Glarner darin vorkommt. Ich hüte mich in der Regel gratis Werbung zu machen von Andreas Glarner. Das müsste man mir dann entsprechend noch zeigen. Aber es ist klar, er hat klar offengelegt, was die Politik von der SVP ist. Es ist natürlich lächerlich zu behaupten, wir wollen Unterstützung vor Ort bieten. Die SVP hat alle Entwicklungszusammenarbeitskredite in den letzten Jahren bekämpft. In den letzten Jahren sogar Sparprogramm durchgeführt zugunsten von der Landwirtschaft, damit man die kann schützen kann. Genau. Das ist die Realität und zur das ist ein aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben selbstverständlich die Flüchtlingspolitik nicht vermischt mit der Entwicklungshilfe. Die Entwicklungshilfe ist ja Unsinn, also hoch 3. Wir sehen ja, jedes Land, das nicht Geld spendet, ist einfach das Geld verloren. Wir spenden sogar an Länder Geld, die sich weigern, ihre eigenen Leute zurückzunehmen, was ja dann doppelt unsinnig ist. Also wir müssen nicht vermischen. Die Entwicklungshilfe, wir retten die Welt zu Tod. Da gibt es ein gutes Buch, wo die Leute nachlesen können, wie unsinnig die Entwicklungshilfe läuft. Aber Flüchtlingshilfe, wenn wir vor Ort Geld ausgeben, da sind wir uns bei der SVP auch einig, da würden wir stark mithelfen. Wir sind inzwischen unwidersprochen bei 6 Milliarden Franken, die wir für das Asylunwesen ausgeben. Jetzt muss sich mal überlegen, was das mit dem Geld vor Ort könnte machen. Ja, die Zahl ist aus der Schweizer Zeit, das ist schon richtig. Ja, vom Bundesrat nie widersprochen, wie erlebt wurde. Die Realität ist die. Ich bin in dieser Legislatur mindestens 2 Programme von der Schweiz angeschaut, eins in Burkina Faso, eins in Peru. Und die Realität ist, dass die Schweiz sehr gute Entwicklungszusammenarbeit macht und versucht, eben gerade Einkommen vor Ort zu generieren. Es ist unter Beschuss gekommen, letztes Jahr unter anderem von der SVP. Und das ist ein Teil. Viel wichtiger ist aber eigentlich, dass wir mit unserer Wirtschaftspolitik Leute unter anderem auch in die Flucht treiben. Wenn Leute aus Nordafrika zu uns kommen, genau dort, wo unsere Konzerne Rohstoffe abbauen, unter übelsten Bedingungen. Wir haben gestern wieder im Kassensturz einen Beitrag gesehen über die Realitäten im Goldabbau. Da muss man sich nicht wundern. Und dann mit dem Bankgeheimnis also wieder das Geld. Kassensturz ist die Sendung, die heute gesagt hat, dass wir Konsumenten unfreundlich sind. Oder? Das ist natürlich eine Realität, dass der SVP heftig ist und Konsumenten unfreundlich ist. Es ist, würde ich sagen, eine der vernünftigen Sendungen. Aber wir wollen ja heute nicht den Kassensturz diskutieren. Nein, genau. Also im Großen und Ganzen muss man ja auch sagen, dass
man in ganz Europa die Diskussionen führt, ja, wie wir sie jetzt auch hier führen. Auch in Deutschland, wo am Anfang gesagt haben, kommt, wir möchten euch helfen, soweit wir nur können. Gerade gestern, vorgestern sind ja jetzt Zahlen rausgekommen. Wir rechnen ja auf einmal mit dem doppelten Zustrom. Wir kommen kalte Füße über und merken, wir mögen das nicht bewerkstelligen. Sogar ich habe etliche deutsche Sendungen auch bewusst auf das Gespräch mitverfolgt. Auch rot-grüne Bürgermeister, die sagen, du, in unserer Partei müssen wir mal mit denen müssen wir reden. Was die wollen, kann ich nicht einmal selber erfüllen als Rot-Grüne. Also irgendwo durch, ist das nicht auch ein bisschen ein romantischer Gedanke, wollen, der ganzen Welt zu retten? Das kommt mir so ein bisschen vor wie die Miss Schweiz, die Delfine retten. Also die Diskussion, die in Europa führen, ist absolut lächerlich, zynisch und ich finde das inakzeptabel. Wir haben weltweit 60 Millionen Flüchtlinge, davon kommen ein paar Hunderttausend auf Europa, ein reichster Kontinent neben Nordamerika, der diesen Planet hat. Wenn wir das nicht bewältigen können, dann läuft irgendetwas grauhaft falsch. Wir sind im Kanton Aargau, zum Beispiel in Baden in einer Region oder in Zofingen, wo x Wohnungen und noch frei stehen. Das wäre durchaus machbar, das ist eine Frage von politischer Wille. Aber auch im Aargau kommt ja zum Beispiel Regierungsrätin Susanne Hochuli von der Grünen immer wieder an ihre Grenzen. Kommt genau die gleiche Antwort wie die Bürgermeister Rot-Grün, die sie in Deutschland genannt haben. Das ist sicher so. Nehmen wir Deutschland als Beispiel. Deutschland hat in den letzten Jahren seine Kommunen ganz massiv an Abgrund geführt, finanzpolitisch. Und die haben jetzt wirklich ein Problem. Ich würde sagen, seit zwei Legislaturen unter der Bundeskanzlerin Merkel. Natürlich, wo verantwortlich ist für die Steuerreform in Deutschland. Gut, eine andere Diskussion. Und die Realität ist da, ich sage, es ist eine Frage von politischem Willen. Susanne Hochuli politisiert in einem Kanton mit einem Parlament, das sich weigert, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen für humanitäre Asylpolitik. Wir müssen aufpassen, humanitäre Politik. Ich glaube, jeder wird gerne diesen Leuten helfen. Vielleicht noch am wenigsten die auf die Straße gehen, würden selber jemanden nehmen. Das hat man auch bei uns jetzt im Dorf feststellen. Also ich habe jeden gefragt, den ich kennt habe. Das ist, die Bereitschaft ist immer kleiner. Ob mit fremdem Geld solidarisch sein, ist immer besonders sexy. Aber wir müssen überlegen, wer da kommt und was man uns androht. Man droht uns ja von der IS an, wir schicken euch 500'000 Leute. Jetzt sagt der Geheimdienst, Stahel, alle sagen, etwa 20, also jeder 20. dürfte ein IS-Mann sein. Das heisst, man müssen mit 10 Milliarden Leuten rechnen. Wenn man jetzt schaut, dass in Deutschland tagtäglich ankommt, ist die Zahl nicht mal so falsch. Und das kann Europa nicht verkraften. Ich sage heute, und ich bin froh, wenn es aufgezeichnet wird, ich sage heute, Europa wird in wenigen Jahren nicht mehr gleich sein. Es wird Bürgerkrieg haben, es wird verarmen an dem Blödsinn, den ihr unterstützt in einer guten Menschenart, die man nicht mehr verantworten kann. Das hat nichts mit Hilfe zu tun. Das kann man nicht mehr verantworten. Das sind keine Flüchtlinge, sondern das sind Völkerwanderer, die jetzt auf Europa kommen. Und ich glaube, ich nehme sie gerne mal mit. Ich war vor der Sommerferie in Chiasso, in einem Erstankunftszentrum, dort mit den Leuten reden. Ich habe mit 19-jährigen Buben, muss man sagen, geredet, die seit 3 Jahren auf der Flucht sind, aus Eritrea über Nordafrika, die nichts als ihr T-Shirt und ihre Hosen dabei haben. Und die Leute haben mit dem Handy dabei. Das ist das Erste, was sie gekauft haben, dass sie die Möglichkeit hatten, weil sie seit 3 Jahren ihre Familie. Sie dürfen im Zentrum, dort, wo sie sind, mit Geld Prepaid-Karten kaufen und können dann mit den Handys zurück telefonieren. Umso besser. Die haben seit 3 Jahren ihre Familie, nicht mehr gehört. Die haben nicht gewusst, ob die Leute noch leben. Ja, die sind mit denen kommen sie doch mit. Nehme ich sie mit, klar, dann reden sie nicht über Leute, die sie keine Ahnung haben davon. Kommen sie mit, das anschauen. Das Zweite sind Leute in Syrien, wo andere Länder eine Last aufgenommen haben, die beeindruckend ist. Im Libanon ist jeder Vierte, 25% inzwischen, ist ein Flüchtling aus Syrien. Wir in Europa haben bis jetzt eine relativ bescheidene Last müssen von uns nehmen. Das ist eine Krise, die wir bewältigen müssen. Und in Syrien gibt es einen grossen Teil an Christen. Übrigens, da hat es relativ wenig Apropos Christen, im Moment stirbt ja auf dieser Welt jede Minute ein Christ durch die Hand von einem Muslim. Ja, das ist wieder so eine Zahl aus der Schweiz. Nein, das ist eine Zahl, die man natürlich nachvollziehen kann. Mhm. Man kann ja ungefähr die Toten rechnen. Und wenn wir uns Sendungen da reinholen, die unsere eigene Religion, unsere Identität, unsere abendländische Kultur gefährdet, dann kommen wir dazu, was das bedeutet für das Schulwesen. Ich weiß nicht, welche Kultur das Sie meinen und welche Religion. Ich bin nicht christlich und ich fühle mich genauso als Schweizer wie Sie. Von dort her sehe ich die Umstände nicht. Die Realität ist, dass der sogenannte christliche Präsident in den USA, der Bush beispielsweise Afghanistan bombardiert hat, der Irak bombardiert hat, das jetzt auf einen Religionskrieg zurückzuführen. Nein, das ist Ihr Versuch, Islam Menschen in dem Europa Land gegeneinander aufzusetzen. Das tragen wir nicht mit. Das gut, machen wir da schnell einen Schnitt. Und zwar möchte ich jetzt nämlich noch geschwind in diese Richtung lenken. Klar, Sie haben vorhin gesagt, wir müssten viel mehr vor Ort helfen. Gerade aus Syrien weiss man,
die Regierung will gar nicht helfen. Solange die jetzige Regierung dort ist, wird man nicht einmal können helfen vor Ort. Die umliegenden Länder haben auch genug Probleme. Wir müssen ja gar nicht von Ländern reden, wie in der Türkei zum Beispiel. Die sind schon ragelvoll und wissen ja gar nicht wie weiter. Da können wir ja eigentlich nur froh sein, auf Deutsch gesagt, dass wir diese Probleme nicht haben. Wie wollen Sie denn vor Ort noch helfen? Ich bin falsch verstanden worden. Man meint, ich hätte gemeint, in Syrien selber darf man tatsächlich keinen Franken mehr investieren, bis das Regime fort ist. Also ich will eigentlich einfach den umliegenden Ländern Geld schicken? Wir müssen in den umliegenden Ländern mehr Camps bauen, damit die Leute kommen können. Stellen Sie sich mal vor, wie viel ein Schweizer Franken in den umliegenden Ländern wert ist. Man kann rund von einer 20-fachen Wertschöpfung ausgehen, im Verhältnis zu, wenn man in der Schweiz ausgeht. Stellen Sie sich mal vor, 6 Milliarden für den Unsinn, was man dort vor Ort könnte leisten. Und da kommt dazu, wenn wir mal würden sagen, jetzt helfen wir den Syrern, wie wir es bei den Ungarn gemacht haben, wäre so eine seine Sache. Aber heute kommen die Leute auf der Balkanroute rein und sagen, ich bin Syrer, wo man ja vom Schiff aus sieht, dass sie vom Balkanstaat irgendwo kommen. Wir haben Leute aus Eritrea, die absolut keine Daseinsberechtigung in der Schweiz haben, die aber in praktisch also sehr grosser Zahl Analphabeten sind, die unser System derart werden belasten. Schauen Sie, wenn Sie heute Morgen einen Realschulabschluss haben, ist das ein Armutsrisiko. Und jetzt nehmen Sie Leute, die nicht mehr schreiben und lesen können. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir unser Land derart an die Wand fahren. Also Zürerinnen und Zürer, die flüchtet, sind in der Regel sehr, sehr gut ausgebildet. Das ist der Mittelstand, dass sich das überhaupt kann leisten kann. Und das Problem in Zürich ist genau das. Man muss es leisten können. Also, das ist in unserer Theorie nicht so falsch. Also, nur die flüchten, die es sich leisten können. Schauen Sie, es gibt Bilder in Afrika. Sie haben vorher Burkina Faso angetönt. Das ärmste Land auf der Welt. Dort haben wir Kinder, wo der Geier wirklich wartet, bis es stirbt. Es gibt extreme Pressefotos. Da redet im Moment gar niemand mehr. Er tut sich jetzt auf die konzentrieren, die mobil genug sind, zum Auswandern und zu uns zu kommen. Und wenn sie die Leute sehen, wie sie Esswaren fortschmeißen, wie sie heute wieder in Deutschland Randalen anzetteln in den Asylbewerberheimen, dann muss ich sagen, wo ist denn da die Dankbarkeit? Wo sind denn die Leute, die wirklich also, auf der Flucht sind? Wenn ich Ihnen beiden zuhöre, Sie reden alle beide einfach so immer so von Einzelschicksal und gar nicht von der Masse und egal von welcher Position das Sie nicht vertreten. Nein, überhaupt nicht. Sie kommen immer mit Einzelschicksal, aber nicht mit diesen ganzen Leuten, mit diesen Strömen. Es sind ja Tausende von Leuten, die kommen jeden Tag. Und nicht also, das eine Kind, das ich gesehen habe, nur mit einem T-Shirt oder das, der eine, der sich jetzt hat können leisten konnte. Und Sie meinen das Kind, das hergeleitet hat, Pressefotograf an den Strand und nachher gefragt haben, ob das die SVP zur Umkehr bringe. Es ist ja Lug und Trug. Im Moment SVP hat sich sogar entschuldigen für falsche Fotos. Es ist ja fast nicht mehr zum Aushalten, wie da gefaked wird. Damit man uns das Geld kann zur Tasche ausziehen und unser Herz erweichen. Es gibt Einzelschicksale, das ist wie wenn ein Flieger abstürzt und Sie kennen einen, der drinnen hockt, dann geht es Ihnen sehr nahe und so ist es eine Dreizeilenmeldung und so ist es auch in dem Fall, wenn Sie das Einzelschicksal anschauen. Aber denken Sie immer daran, es sind 7% im Moment ganz aktuell Syrer und 40% Eritreer und der Rest ist Balkan, wo zu uns kommt. Also wir setzen die Hilfe auch völlig falsch einsetzen. Und die Realität ist, dass die Anerkennungsquote in den letzten Jahren noch nie so hoch war. Ja, Kunststück, es wird ja jeden Grund angenommen für Asylding. Also Eritrea, obwohl wir Nein gesagt haben, wird inzwischen nach wie vor Militärdienstvermeidung als Flüchtlingsgrund. Das ist grundsätzlich falsch. In Eritrea wird man dann anerkannt, wenn es einen Verfolgungsgrund gibt. Und das ist schon bei der Abstimmung klar gewesen, dass das nach wie vor gilt, egal ob man das reinschreibt und nicht. Und darum ist es von Anfang an Sand in die Augen gestreut von den Leuten. Darum bin ich auch gegen das Asylgesetz gewesen. Bei dieser Zeit sind sie dafür gewesen, haben behauptet, die Welt würde nachher besser aussehen, die Welt sieht entsprechend nicht besser. Nein, wir sind inzwischen gewöhnt, dass unsere Volksinitiative umgesetzt werden. Der Herr Käffmann hat vorher gefragt, die Zahlen habe ich vorher angesprochen. Weltweit sind 60 Millionen Menschen inzwischen auf der Flucht. Ein paar Hunderttausend schaffen es bis nach Europa. Das ist nur die Spitze vom Eisberg. Das ist so. 2/3 von Flüchtlingen weltweit sind in Entwicklung Länder unterbracht. Die haben wirklich Probleme. Wir in der Schweiz haben nicht real Probleme. Gut, also die Bundesregierung hat ja gesagt, wir sollten jeden aufnehmen, der in der Diktatur lebt. Das wären 70% der Menschen auf dieser Welt. Wie verblendet ist die Frau? Ich glaube, die Diskussion führt immer auf so einen Unsinn. Nein, die Diskussion führt einfach an Samaruga nicht. Man kann gerne ein paar Sätze von ihr aus dem Zusammenhang reissen. Simonetta Samaruga hat gesagt, es wäre grundsätzlich richtig, dass die Weltgemeinschaft sich überall dort engagiert. Genau das hat sie gesagt, wo Leute an Leib und Leben bedroht sind und an ihrer Freiheit. Und da hat sie völlig recht. Da bin ich mit ihr einverstanden. Die Frage ist, wie organisieren wir das? Mit 8 Millionen und es kommen keine
entsprechend die Zahlen, die Sie nennt, Herr Lahner, die sind nicht Realität. Im Moment reden wir von ein paar Tausend. Wir in sind Deutschland noch kommen unter dem Niveau von den 90er Jahren in der Schweiz. Ja, Zahl, das, ist gesagt, ganz das ist eine ganz spezielle Situation. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Die Merkel gerufen hat und jetzt kommen. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als die Menschen in dem Moment aufzunehmen. Das ist unsere humanitäre Verpflichtung. Jeder über ich sage Ihnen sogar noch mehr. Ich sage, nein, da bin ich mit Ihnen einverstanden. Wir müssen selbstverständlich vor Ort entsprechend Wirtschaft das Wachstum generieren, schauen, dass die Leute eine Perspektive haben. Da also ist ihre Leute Partei haben immer gesagt, wir sollten ein Schiff ja, investieren, damit sie rüberkommen können. Ja, man, also muss im Moment ist es, man muss auch legale Wege schaffen. Übrigens haben wir das. Die Schweiz hat zum Beispiel eine Migrationspartnerschaft mit Tunesien abgeschlossen, wo wir im Rahmen im Austausch für Rückübernahmeabkommen Ausbildungen für Lehrlinge in der Schweiz finanziert. Das ist sehr ein sehr erfolgreiches Projekt, wenn auch, ich gebe es zu, in einem sehr bescheidenen Rahmen. Aber das muss der Weg sein. Man muss legale Wanderungsmöglichkeiten schaffen. Alles lieber, als dass die Leute auf Deutsch gesagt im Mittelmeer verrecken. Gut, Schnitt, Themawechsel. Sie vertreten den Kanton Aargau im Parlament. Herr Wirmuth, der Herr Glarner möchte das auch in Bern. Was haben Sie für Aargau gemacht in den letzten vier Jahren? Ich habe mich nie als Vertreter vom Kanton Aargau oder sonst von einer Region vertreten. Ich bin gewählt als Nationalrat von der Sozialdemokratischen Partei und ich vertrete die Idee und da gehören selbstverständlich Menschen vom Kanton Aargau dazu. Der Kanton Aargau spielt immer wieder eine Rolle. Die letzte grosse Diskussion war sicher die Diskussion über den Innovationspark. Ein wichtiges Projekt auch für den Aargau. Das haben wir zum Glück inklusive der Unterstützung von der SVP-Delegation mit dem Herrn Dietzner können in Bern auch so durchbringen. Das wird eine wichtige Wirtschaftsperspektive sein für den Kanton. Was wollen Sie für den Kanton Aargau machen, Herr Glarner? Ich würde schauen, dass der Aargau als Aargau wahrgenommen wird, dass als selbstständiger Kanton möglichst ohne Bundesspritzen, als sparsamer Kanton. Ich würde schauen, dass man die Eidgenossenschaft frei bleibt. Das dient dem Aargau am meisten, das Asylchaos aufräumen. Das dient dem Aargau am meisten, nachher die Beamtenstelle rausmisten. Das dient dem Aargau am meisten. Wir zahlen ja dort auch kräftig daher. Es ist ja nie eine so viele Stellen aufgebaut worden wie beim Staat. Also da würde ich gerne mithelfen. Ich habe das im Aargau bewiesen, dass ich das mache. Ich bin nicht zuletzt verantwortlich, dass ein Oberrichter musste gehen, der nicht geschafft hat, dass ein Staatsanwalt musste gehen. Also ich bin glaube Tatbeweis genug antreten, dass ich da aufräume. Reden wir über das Geld. Eine alte Weisheit an der Börse sagt immer, wenn jemand etwas gewinnt, verliert ein anderer. Ihre Gemeinde gehört zu den grossen Gewinnern im Kanton Aargau. Andi Glarner, einer der tiefsten Steuersätze. Der tiefste. Der tiefste. Gut, sagen wir es, wie es ist. Aber sind wir jetzt mal ehrlich, wenn wir ja gerade vorher so ein bisschen von Wirtschaftsflüchtlingen geredet haben, haben Sie ja eigentlich in der Schweiz am meisten, oder? Ja, natürlich. Also Oberwil-Liel ist, glaube ich, das Erfolgsrezept. Wir haben vor 10 Jahren uns entschieden, trotz dieser schon hervorragenden Ausgangslage nochmal zu schauen, dass wir einfach optimal die Steuern können tief behalten und so eine Spirale in Gang setzen, wo dann die wahren Kaliber aus anderen Kantonen zu uns kommen. Und mit jedem, der von Zürich und weiss Gott woher Schweiz sogar zu uns zieht, tut ja jeden Aargauer auch wieder sparen. Wie gesund ist der Wettbewerb im Endeffekt? Weil es gibt ja Haufen Gemeinden, da kann man jetzt natürlich, muss man nichts wegwischen. Es gibt Gemeinden, die sind vielleicht nicht immer ganz super mit dem Geld umgegangen, aber es gibt auch andere, die kommen in Not. Abwanderung ist ein Thema. Man muss immer höhere Kosten tragen von Bund und Kanton. Ja. Mögen nicht mehr nach. Wie gesund ist so ein Wettbewerb, bis Ihnen auch antreiben mit Ihrer Gemeinde? Das ist ganz einfach. Wenn Sie keinen Steuerwettbewerb haben, dann haben Sie nur eins, höhere Steuern. Also Sie müssen den Wettbewerb haben, damit es einigermaßen erträglich bleibt. Und nochmal, wenn wir jemanden zu uns holen, dann spart jeder Aargauer Geld. Also, wir haben bei uns rechte Kaliber, wir haben aber eine ganz normale Bevölkerung, wir sind eine gut durchmischte Gemeinde, alles ohne Probleme. Aber nur schon eine Nachbargemeinde von uns hat 50% höhere Steuern. Das ist halt, weil man einiges falsch gemacht hat. Also bei uns ist die Kombination zwischen viel Einnehmen, aber auch dem Schlauch stehen bei den Ausgaben, haushälterisch umgehen, unternehmerisch denken, das Erfolgsrezept. Der Steuerwettbewerb ist etwas, das nicht immer in den Kram von der SP passt, Cedric Wermuth. Ihr Motto ist ja auch «Mehr für alle» statt «Viel für wenige». Würden Sie sich wohlfühlen zu Oberwil-Jeli? Ehrlich gesagt, ich kenne das Dorf zu wenig, um zu wissen, ob ich mich dort wohlfühle. Ich glaube, ich könnte mich überall im Kanton Aargau wohlfühlen und dann würde endlich vielleicht mal jemand kandidieren gegen Andi Glarner als Gemeindamt. Gut, die Frage ist, ob wir uns wohlfühlen. Also ich persönlich selbstverständlich. Persönlich, ich bin ja sehr gut miteinander. Also ob sich unsere Bevölkerung wohlfühlen. Aber ich habe ja mal einen Kandidaten eingesetzt gegen mich. Stimmt, ja, als Gemeindamt. Das ist voll in die Hose, aber immerhin, ja. Wenigstens irgendjemand hat für Demokratie gekämpft. Genau, also im Aargau, übrigens demokratisch sind wir selbstverständlich. Im Aargau zahlen 4% der Bevölkerung, 63% der Vermögenssteuer. Also denen würde ich einfach Sorge geben, ich würde die nicht vertreiben. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir vorher aufgegriffen haben. Wenn man die Zahlen anschaut, inzwischen kann man das auch gut nachweisen, haben eigentlich die Steuersenkung Kanton flächendeckend zur Steuer
zu Einnahmenausfällen geführt. Und das ist beim Steuerwettbewerb auf nationaler Ebene auch so gewesen. Im Moment kommen wir gerade beim Bund in die Situation rein. Die Unternehmenssteuerreform 2 hat der Bund 300 bis 400 Millionen gekostet. Die Familienbesteuerung hat 800 Millionen gekostet. Jetzt muss man 1 Milliarde einsparen. Eine Milliarde, ein Buckel von den Leistungen. Ja. Was für Leistungen? Also Entschuldigung, wir haben in der Bildung, haben wir einfach nur mit ein paar Zahlen gehört, in der Bildung haben wir 35% im Jahr mehr ausgegeben, bei 10% weniger Schüler. Das ist das Absurdeste, was es je gegeben hat. Wir haben in der Gesamtbildung haben wir 48% mehr ausgegeben in 10 Jahren. Wir haben 40% mehr Steuern eingenommen in 10 Jahren. Wie kommt man auf den Unsinn und sagen, wir haben etwas so gespart? Das stimmt das nicht. Nein, die Realität ist, dass wir weniger einnehmen, gemessen an dem, was in diesem Land verdient wird, als je zuvor. Wir haben inzwischen effektive Unternehmenssteuersätze in der Schweiz, die zum Teil zwischen 6 und 8% liegen, die wir erreicht haben. Sie ganz abschaffen. Ja, das ist mir schon bewusst. Jeder, der Arbeitsplätze schafft, soll belohnt werden und nicht bestraft werden. Nicht schaffen, es ist noch nie jemand Gott in diesem Land. Wobei, es wird Arbeit eingekauft. Hat nicht auch so eine Gemeinde wie Oberwil-Jeli jetzt in den letzten paar Jahren einfach von der guten Wirtschaft können mitprofitieren können? Wenn wir auch zum Beispiel schauen, der Finanzdirektor im Kanton Aargau hat ja ein leichtes Spiel gehabt, hat jedes Jahr können schwarze Zahlen präsentieren, die Wirtschaft ist boomend, der Klotz ist nur noch so gekommen. Mhm. Man hat nicht mal eine grosse Ahnung von Finanzen. Und jetzt kommt das böse Erwachen. Es läuft nicht mehr alles so rund. Auch in der Wirtschaft. Der Rubel läuft nicht mehr so flüssig. Die Leute haben weniger Geld, bei den Löhnen wird gedrückt. Und da muss man sich schon fragen, in ein paar Jahren, wie lange geht es noch, bis die Steuern wieder ruhig gehen? Können sie noch jahrelang die Steuern dort behalten, wo sie jetzt sind? Kommt der Boomerang nicht einmal wieder zurück? Ja, man muss aufpassen, es ist ja kein Boomerang, sondern es ist etwas, das auf uns runterprasselt. Sie haben es vorher angetönt, der Bund und die Kantone drücken immer mehr Kosten auf Gemeinden ab. Und das ruiniert uns schier. Zugleich wird uns sämtlicher finanzieller Spielraum genommen. Es werden immer mehr Entscheide aufdelegiert. Also so Unsinn, dass wir eine Bewilligung einholen müssen, damit wir im Quartier fest Alkohol ausschenken. Am Ende ist es ja egal, ob es Gemeinde, Bund oder Kanton. Nein. Es zahlt immer der Bürger. Die kleinste Stufe tut die Sache am effizientesten erledigen. Aber das Geld kommt immer vom Bürger, egal welcher von diesen drei das ausgibt. Schauen Sie, der Aargau hat kürzlich einen Radweg eingeweiht, Bremgarten-Wohlen. Da hat man für 2,4 Kilometer 4,8 Millionen ausgegeben. Wenn Sie da bei 200 Fahrten pro Woche ausgehen und 36 befahrbare Wochen, so haben wir ja Schnee und Regen, und nachher der 25 Jahre Lebenstour nehmen, kommen Sie auf 26 Franken für jede Fahrt. Können Sie jetzt Taxi nehmen oder können Sie hin und her tragen auf der Sänfte? Sämtlicher Unsinn macht der Aargau. Wir tun jedes Jahr. Millionen, ich kann es nicht höflicher sagen, verdoppeln. Und darum braucht es viel mehr SVP, die auf dem Schlauch steht, weil eure Leute, solche Gewehrmut, die stehen ja meistens für mehr Staat, sie leben ja auf dem Staat. Also sehr oft, ich habe jetzt übrigens bei dieser Demonstration in Oberwil-Lieri, mit diesen hässigen Briefen, die wir zum Teil bekommen, mache ich geschaut, wer ist eigentlich da dabei, der im Staat lebt und wer ist wirklich, der arbeitet und für Selbstständigkeit sorgt und eigenverantwortlich lebt. Und da sind über 2/3 sind Staatsdienstleistungsempfänger. Ist ja schon eine Studie. So bleiben wir jetzt beim Thema. Jeder einzelne Demo-Empfänger da abklappert und weiss, wenn er arbeitet. Das ist eine Leistung, die nicht mal der Nachrichtendienst fertig bringt in dem Land. Aber bleiben wir beim Thema. Ich bin mit Ihnen völlig einig. Es ist in der Region praktisch jeder Kanton mit bürgerlicher Mehrheit finanziell an die Wand gefahren worden in den letzten Jahren. Das hat bei Basel-Land schon angefangen. Das ist beim Kanton Aargau auch so. Faktisch haben bis zu der Finanzkrise eigentlich nur die rot-grünen Städte ihre Budgets im Griff gehabt, Andi Glarner. Das ist eine Realität. Wenn man mehr als 40% mehr Steuern einnimmt, aber mehr als 43% mehr ausgibt, ja, tatsächlich. Aber das offenbar, das ist eine Mehrheit. 8,2% von Ihnen, Herr Glarner. Das ist eine Mehrheit im Grossen Rat von Ihnen. Beide, dass ein FDP-Minister war, wo immer auf die Linke. Sie haben eine Listenverbindung mit der CVP und der FDP. Sie haben den bürgerlichen Schulterschluss. Wenn Sie nicht in Stand sind, Ihre Politik umzusetzen, kann ich relativ wenig dafür erklären. Die Realität ist, dass wir im Kanton Aargau in den nächsten Jahren werden müssen auf einen Aufbau, wo man der Bevölkerung versprochen hat, zum Beispiel was Lehrerstellen angeht, verzichten. 200, wo der Regierung... Über 7400 Lehrer im Aargau. Lehrer im Schulzimmer rein. Der Herr Brogli und Sie im Schlepptau haben bei allen Steuerreformen versprochen der Bevölkerung, dass genau das nicht wird passieren. Dass man nicht wird müssen am Aufbau, gerade in der Bildung, kürzen mit diesen Steuerreformen. Das Gegenteil ist passiert. Wir kommen jetzt in die perverse Situation hin, um sogar noch, während wir ein Abbauprogramm vorlegen, weiter Steuern senken. Ich kann mir das vorstellen im Kanton Aargau. Während nächstes Jahr in eine Situation hineinkommt, dank Ihnen von der SVP, dass man beim Bund bei der Unternehmenssteuerreform weitere Milliarden mindestens beim Bund werden müssen einsparen. Das rühren wir auf der anderen Seite. Das rühren wir auf der anderen Seite als steuergesenkte grossen Unternehmen hinter Nachbarn zahlen. Dürfen zum Schluss die Rentner, Studenten in dem Land und Familie. Das ist die Realität. Jetzt können Sie mir doch erklären, wenn wir in 10 Jahren 35% mehr ausgibt für Bildung, für die Volksschule im Aargau. Das ist zu hoffen. Moment,
bei 8,2% Teuerung und bei 10% weniger Kinder. Dann müssen wir doch mal darüber reden, ob die Lehrerlöhne zu hoch sind. Wir müssen darüber reden, ob die integrative Schulform nicht gescheitert ist. Wir müssen darüber reden, ob die Heilpädagogen, die Schulleiter und was da alles noch angeschafft wurde, ist, nicht einfach alles viel zu vorig ist. Früher haben wir einen Lehrer pro Klasse und der war verantwortlich. Und heute haben wir bis zu 5 gut, und keiner ist verantwortlich. Der Lehrer kann jetzt nicht verantwortlich sein für das ganze Thema, wo wir jetzt eigentlich darüber geredet haben. Am Schluss gleich noch eins, die Frage, Herr Glarner, gerade so ein Kanton Zug, da hat ja noch Menge Lehrer geschluckt, und er auf einmal gehört hat, wie viele Millionen, dass man da offenbar in die roten Zahlen rutscht und schon im Kanton Zug redet man jetzt auch wieder von Steuererhöhungen. Man kommt nicht drum herum. Es gibt doch den Spruch, kluger Rat, Notvorrat. Und mit dem ewigen Steuersparen hat doch keinen Notvorrat angesammelt. Ja, Moment, warum kommt der Kanton Zug und der Kanton Schweiz in die Schnitz? Weil man Kanton Bern muss unterstützen. Nein, das stimmt. Wo man ja unsägliche Mentalität hat. Übrigens, dort werden zum Beispiel sämtliche Sozialkosten, 100% werden transferiert von der Gemeinde auf Ding. Eine Stadt Biel nimmt heute 91% der Steuereinnahmen gehen raus für Sozialfälle. Müssen sich mal überlegen, spielt keine Rolle, weil es zahlt zum Schluss der Kanton und wieder der Zürcher und der Schweizer und der Zucker, der diesen unsäglichen Bernern muss Geld spenden, damit sie ihren Sozialding Rheintal und ähnliche Späßchen können finanzieren. Also stimmt schon mal sachlich nicht. Doch, natürlich. Nein, es ist falsch. Der NFA wird misst über einen sogenannten Ressourcenindex, wie stark das Kantone sind, wirtschaftlich leistungsfähig. Fakt ist, entgegen dem, was die Bevölkerung versprochen hat, nach der Einführung vom NFA, sind denen, die noch ganz kurz für unsere Hörer, NFA. Der neue Finanzausgleich, danke. Der Ausgleich zwischen den einzelnen Kantonen, wo das passiert, was der Andi Glarner richtig gesagt hat, nämlich, dass man einen Teil von der wirtschaftlichen Erfolg in den Kantonen umverteilt. Vor 10 Jahren hat man gesagt, man will die Kantone näher zusammenbringen. Das heisst, die mit ganz tiefen Steuern sollen die Steuern leicht erhöhen, die mit ganz tiefen sollen sie leicht senken. Passiert ist das Gegenteil. Passiert ist, dass denen, wo es extrem gut geht, wie Zug, wo eigentlich außer der Nähe zu Zürich nicht wahnsinnig viel zu bieten hat, mit den Steuern noch weiter runter ist, im Ressourcenindex extrem weit rauf. Das heisst, denen geht es noch viel besser als vor 10 Jahren. Die Wirtschaft auf Kosten von einem Kanton wie Bern, der ein grosser Flächenkanton ist, der ganz andere Bedingungen hat, wo nie die gleichen Steuern kann finanzieren wie Zug. Und genau das ist wichtig, dass wir das in der Schweiz haben. Sie wollen die Schweiz gegeneinander ausspielen, nein, Zug gegen Bern. Ich will die unsäglich linke Städte wie der Bürger machen. Und ich würde ganz klar sagen, wenn wir in Bern nur die Flächen würde schauen, also nur das Landgebiet, dort ist die Welt noch in der Ordnung. In der Stadt verdoppeln wir das Geld. Gut, Andi Glarner, versprechen Sie doch jetzt euren Bürgerinnen und Bürgern, wie lange dass Sie keine Steuern werden müssen antun? Also in Oberwil-Lieli werden wir es nach aller Voraussicht sogar noch können senken auf nächstes Jahr. Ist noch nicht entschieden, aber angedacht. Und das Erfolgsrezept ist es, einen Haufen rein, weitere Kaliber zuholen, haushälterisch umgehen, unternehmerisch handeln. Und das funktioniert durch die ganze Schweiz. Wunderbar. Dass zwischen euch zwei ein Gespräch entsteht, ist so sicher wie das Gletscherwasser, das da abfließt. Du musst nie Angst haben, dass es nicht ankommt am Schluss. Auf jeden Fall zum Schluss noch ein bisschen nett sein zueinander. Andi Glarner, warum würden Sie den Cedric Wermuth auf Ihre Liste schreiben? Einen eigenen Kandidat streichen und den Cedric Wermuth auf die SVP-Liste tun. Warum würden Sie das machen? Ich kann, ist das so gelöst das Jahr, oder? Also ich kann in Gottes Namen keinen Sozialisten wählen. Das klingt einfach, da würde man glaub, die Hand abfaulen. Aber ich habe im Kanton Glarus den Jacques Marti, einen überzeugten und guten Sozialdemokrat mit dem Herz am richtigen Fleck, empfohlen zur Wahl statt der Windfahne Landolt. Das sollte genüge sein. Cedric Wermuth, warum würden Sie auf Ihrer Liste jemanden streichen und dann die Glarner drauf tun? Was mir überhaupt nicht passt, das sind Politikerinnen und Politiker, die ihre Meinung ändern, je nachdem, wer sie gerade finanziert und welcher Verband dahinter steht. Es gibt bei der SVP Leute wie der Andi Glarner, die ich zwar politisch praktisch nicht teile, aber wenn er redet, redet er Andi Glarner und nicht irgendein Lobby, und das spricht sicher für ihn. Wunderbar. Meine Herren, ich hätte noch so viel reden mit Ihnen, und Sie schütteln sich die Hände versöhnlich und lachen. Wie kurz nach dem Ja-Wort bin ich happy. Ui. Danke vielmals, dass Sie zu Gast sind bei uns im Wahltalk. Ihnen weiterhin, egal wie es rauskommt, viel Erfolg und bis bald. Ade miteinander. Danke, schönen Abend. Das sind der Cedric Wermuth, SP-Nationalrat aus Zofingen, und der Andi Glarner, SVP-Vollblutpolitiker, Gemeindeamt von Oberwil-Lieli. Und ja, Sie sind meine Gäste hier im Wahltalk. Ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin noch eine gute Zeit hier bei uns auf Inside. Danke fürs Interesse. Ade miteinander.